Heute geht es um Bitcoins Layer 2s und diese Themen haben wir für euch parat. Wieso braucht man Layer 2s auf Bitcoin und welche Vor- und welche Nachteile haben diese? Dann gucken wir ganz konkret auf Stacks, das Liquid Network und das RGB-Protokoll. Und wie sehen die Zahlen im Lightning Network aus? Diese Fragen werden wir für euch analysieren und beantworten. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf den Stand der Bitcoin-Spot-ETFs und ganz am Ende noch einen Blick auf die Bitcoin-Chart-Analyse unseres Marktexperten Stefan Lübeck. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Bitcoin-Report im August 2024. Mit diesem Format bekommst du exklusive Analysen der wichtigsten Charts, Zahlen, Daten, Fakten und On-Chain-Metriken rund um Bitcoin. Wir beleuchten, was Industrie und Szene bewegt und geben dir einen umfassenden Einblick in alle Entwicklungen. Verständlich aufbereitet, kompakt interpretiert und auf den Punkt. Den kompletten Report mit noch mehr Fakten erhältst du hier oben in Schriftform. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns gerne jetzt einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bevor wir uns jetzt in die Themen Charts, Daten, Zahlen und Fakten stürzen, schalten wir einmal zu Dominik Döllel. Dominik, du bist überzeugter Bitcoiner und zeichnest dich als BTC Echo Redakteur hauptsächlich für diesen Report verantwortlich. Ist dir Bitcoin mit seinem Wertversprechen, mit der klar definierten Knappheit, ist dir das genug als Bitcoiner oder hättest du gerne auch noch ein paar mehr Features auf der Blockchain oder um die Blockchain herum? Ja, hallo Peter. Mir reicht das Werteversprechen absolut aus. NFTs und Smart Contracts, die können gerne bei Ethereum bleiben. Okay, danke dir. Wir sprechen dich gleich noch wieder, wenn es um den Bitcoin-Investment-Ausblick geht. Und damit rein in die Themen. Es geht heute, wie gesagt, um Layer 2s rund um Bitcoin. Bitcoin Second Layer Projekte erweitern den Funktionsumfang von Bitcoin oder lagern Funktionen auf andere Apps aus. Das kann den Transaktionsdurchsatz des Ökosystems signifikant steigern. Die wohl berühmteste Layer 2 ist das Lightning-Netzwerk und hier gucken wir gleich einmal auf die konkreten Zahlen. Vorher fassen wir für euch noch einmal die Vor- und Nachteile von den Layer 2-Lösungen rund um Bitcoin zusammen und wir starten einmal mit den Vorteilen. Da gibt es erstens die Skalierbarkeit. On-Chain-Transaktionen werden auf einen zweiten Layer verlagert. Damit kann man dann idealerweise Transaktionen in Echtzeit abwickeln. Prominentester Vertreter ist hier, wie gesagt, das Lightning Network. Zweitens geringere Gebühren. Jeder, der schon mal mehrere US-Dollar auf der Bitcoin-Mainchain gezahlt hat, um ein paar Satoshi zu überweisen, der weiß, dass das viel zu teuer ist und diese Second-Layer-Lösungen helfen dabei, das deutlich günstiger zu gestalten. Hier kosten Transaktionen oft nur wenige Euro-Cent. Dann gibt es drittens eine gesteigerte Privatsphäre, die auf den Layer-2-Lösungen größer ist als zum Beispiel auf der Bitcoin-Mainchain. Diese Blockchain ist ja öffentlich einsehbar und im Prinzip können hier alle Transaktionen, sobald sie einmal einer Person zugeordnet werden können, zurückverfolgt werden. Und viertens können so Off-Chain-Smart-Contracts möglich werden. Damit sind DeFi-Anwendungen mit Sicherheit der Bitcoin-Blockchain möglich. Doch gucken wir auch einmal auf die Nachteile. Da ist erstens Adoption und fehlendes Ökosystem. Die Anzahl der Lightning-Nodes bewegt sich ungefähr auf dem Stand von vor 3 Jahren. Das werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Da ist leider kein Wachstum im Moment mehr zu verzeichnen. Und zweitens das notwendige Vertrauen. Denn bestimmte Second-Layer-Lösungen, wie zum Beispiel Liquid, die sind nicht wirklich dezentral. Liquid etwa setzt auf die Liquid Federation, einen Zusammenschluss von etwa 60 Branchenvertretern wie Trading Desks, Exchanges und Entwicklern und nur 15 von ihnen sind berechtigt, Blöcke zu schürfen. Und drittens, diese Second-Layer-Netzwerke, die ja eigentlich für einen erhöhten Transaktionsdurchsatz sorgen sollen, die können eben auch die Bitcoin-Blockchain verstopfen. Layer-2-Protokolle wie Runes zum Beispiel, die stehen in der Kritik, die Bitcoin-Mainchain mit bunten Bildchen zu verstopfen und das wiederum erhöht dann die Transaktionskosten. Und jetzt gucken wir einmal, was im Lightning-Netzwerk los ist. Es ist hier, einmal sehen wir die Kapazität, unten für euch einmal die Zeitleiste. Es geht hier 2018 hoch, dann erleben wir hier einen rasanten Anstieg im Jahr 2019. Und dabei geht es hier um die auf der linken Seite dargestellten Bitcoin, die quasi auf der Bitcoin-Mainchain weggesperrt werden, um Transaktionskanäle in eben dieser Höhe zu ermöglichen. Das heißt, hier im März 2019 waren
Transaktionskanäle im Lightning-Netzwerk in Höhe von 1000 Bitcoin möglich. Das stagnierte dann, ging sogar leicht zurück hier bis zum Jahr 2021. Und seitdem gab es dann einen fulminanten Anstieg hoch bis zum Jahr 2023 von 1000 BTC-Netzwerkkapazität hoch auf 5500 BTC-Netzwerkkapazität. Aber seitdem sehen wir hier 2023, April, März, ging es nochmal deutlich runter von 5500 auf 4400 hier am Tief. Und seitdem geht es einfach nur seitwärts. Das heißt, im Prinzip fast seit anderthalb Jahren kommt da nicht mehr dazu. Ein ähnliches Bild sehen wir bei der Anzahl der Nodes im Lightning-Netzwerk. 2018 hier der Anstieg, auch hier das Jahr 2021 bis zum Jahr 2022, bis zum März. Also der Anstieg stoppt hier ein ganzes Jahr früher. Die Nodes angestiegen auf über 20.000 und dann ging es mal wieder runter hier bis auf 15.000. Hier ein ganz krasser Absturz auf 8.000, der aber sehr schnell kompensiert wurde. Und seitdem eigentlich, seit dem März 2022, wurde das Allzeithoch der 20.000 Nodes nicht mehr erreicht und die Anzahl der Nodes befindet sich hier in einer Seitwärtsphase, ähnlich wie die Netzwerkkapazität. Und jetzt stellen wir euch neben dem Lightning Network noch drei weitere Bitcoin Layer 2s vor und wir starten mit Stacks. Stacks mit dem Tickerkürzel STX ist eine Second Layer Lösung für Bitcoin, die dezentrale Anwendung und Smart Contracts erlaubt. Die Smart Contract Funktionalität wird dabei auf die Bitcoin Blockchain übertragen, ohne dass eine Fork nötig ist. Daher bedarf es auch keiner Änderung oder Anpassung des Bitcoin Netzwerks. Alle Anwendungen, die über STX auf Bitcoin laufen, können von der Sicherheit und Stabilität der Bitcoin Blockchain profitieren. Der STX-Token steht dabei im Mittelpunkt und wird für die Ausführung von Smart Contracts und die Verarbeitung von Transaktionen auf Stacks verwendet. Dadurch ist es möglich, dass Smart Contract-Anwendungen, wie zum Beispiel DeFi-Anwendungen oder auch NFTs, auf Stacks laufen, aber durch die Bitcoin-Blockchain abgesichert sind. Bislang aber ist das Stacks-Ökosystem im Vergleich zu Ethereum, der Binance-Chain oder Solana aber noch sehr klein und überschaubar. Dann hatten wir gerade schon das Liquid Network angesprochen. Das Liquid Netzwerk ist eine Bitcoin Layer 2 respektive Sidechain, die entwickelt wurde, um schnellere und kostengünstigere Transaktionen sowie die Ausgabe von digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Nutzer können so Satoshis zwischen beiden Blockchains verschieben. Die wichtigsten Verbesserungen, die Liquid mitbringt, sind: erstens schnellere Transaktionen. Beim Liquid-Protokoll wird etwa jede Minute ein neuer Block erstellt, bei Bitcoin im Vergleich sind es etwa 10 Minuten. Zweitens die Vertraulichkeit. Liquid setzt auf sogenannte Confidential Transactions. Dabei wird die Höhe der Transaktion verschleiert und nur die beteiligten Personen wissen, wie hoch sie wirklich ist. Und bei Bitcoin ist das natürlich offen einsehbar. Und drittens die Übertragbarkeit. Nutzer können Bitcoin oder Satoshi von der Mainchain zur Sidechain transferieren, das nennt sich dann Pack-in, oder von der Sidechain wieder zurück auf die Mainchain, das nennt sich dann Pack-out. Als nächstes gucken wir auf das RGB-Protokoll und das bedeutet übersetzt Really Good for Bitcoin. Das RGB-Protokoll ist ein ähnliches Framework für die Ausgabe und Übertragung von Token wie der ERC-20-Standard von Ethereum. RGB ist dabei fast so alt wie das größte Smart Contract-Protokoll selbst. Ähnlich wie das Lightning Network-Protokoll verbessert RGB die Skalierbarkeit und Transparenz des Mainlayers. Mit der Integration sind beispielsweise NFTs, Smart Contracts oder DeFi-Anwendungen auf Bitcoin möglich. Kurzum, RGB nutzt Bitcoin für sein Sicherheitsmodell und die Definition von Eigentums- und Zugriffsrechten für Token, beispielsweise NFTs. Ja, und abseits der Funktionserweiterung von Bitcoin über Layer 2 Skalierungslösungen hat Bitcoin an der Wall Street mittlerweile einen festen Stand. Mit Nettozuflüssen von mehr als 17,8 Milliarden US-Dollar sind die Bitcoin Spot ETFs ein grandioser Erfolg. Gucken wir einmal auf den Chart. So, hier sehen wir jetzt den Chart der Bitcoin Spot ETFs. Groß in pink, rosa hier der GBTC, der Grayscale ETF mit den exorbitant hohen Gebühren, der dann auch recht schnell die Abflüsse zu verzeichnen hatte. Was steht dem gegenüber? Es ist natürlich der IBIT hier unten
in Lila von BlackRock, der mittlerweile auf 350.000 Bitcoin kommt. Der Grayscale kommt noch auf 225.000. Dann sehen wir hier den von Fidelity in Türkis, darüber den von ARK und dann in Gelb der von Bitwise. Und wir sehen insgesamt die Zahl, hier die Delle im Januar nach dem Launch im Januar 2024, die leichte Delle. Aber seitdem geht es eigentlich permanent mit einigen seitwärts und kurzen Abwärtsphasen wie hier, geht es eigentlich permanent aufwärts. Und wir sind von 621.000 hoch auf 921.000 BTC, die in diesen die über diese Spot-ETFs gehalten werden. Und jetzt, wie versprochen, zu Dominik und dem BTC-Investment-Ausblick. Dominik hat hier zwei Szenarien für uns mitgebracht. Das eine bullisch, das andere bärisch. Hören wir uns mal im Detail an, was er zu sagen hat. Ja, genau. Einmal auf der Pro-Seite, also für ein potenzielles Kurswachstum in naher Zukunft beim Bitcoin-Kurs. Das wäre eben die Zinssenkung der US-Notenbank. Aktuell ist ja die Schuldenkrise in den USA sehr groß. 35 Billionen US-Dollar sind gerade Schulden bei den USA. Und um das, um eine temporelle Lösung zu finden, würde die Notenbank eben die Zinsen senken, also billiges Geld in den Markt pumpen. Und davon profitiert womöglich auch Bitcoin. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen, auch zum Beispiel zur Corona-Pandemie, dass dort einfach eine starke Korrelation zwischen der Auswertung der Geldliquidität und eben dem Bitcoin-Kurs herrscht. Ja, zu wann wird denn diese Zinssenkung der Fed, auch Pivot genannt, zu wann wird denn das erwartet und um wie viele Prozentpunkte wird dann wahrscheinlich der Leitzins der USA gesenkt? Ja, die Experten erwarten eine Zinssenkung Mitte September um bis zu 0,5 Basispunkte. Das wäre schon ein sehr großer Schritt. Und dadurch würde halt auch viel Kapital wieder in den Markt kommen. Ja, du sagtest es gerade, billiges Geld hat in der Vergangenheit immer den Bitcoin-Kurs befeuert. Jetzt haben wir aber nicht nur Hopium für unsere Zuschauer, sondern es gibt halt leider auch einen bärischen Indikator, der ja für Kursabschläge bei Bitcoin sprechen könnte. Was hast du uns da mitgebracht? Ja, genau. Einmal auf der Kontraseite, also gegen ein Kurswachstum, würde eine potenzielle Rezession sprechen. In der Wirtschaftslage sieht man ja, dass Deutschland und auch andere Länder wie die USA eher schlecht dastehen. Und zwar reagieren Notenbanken mit solch einer Zinssenkung eben, fluten den Markt also mit billigem Geld. Aber in der Vergangenheit hat so eine Rezession, wenn sie dann kommt, was natürlich nicht festgeschrieben ist, hat so eine Rezession eben zum Abverkauf vieler riskanter Vermögenswerte geführt. Und dazu zählt eben auch Bitcoin, Ethereum und generell der Kryptomarkt. Ja, und das ist eben zurückzuführen auf eine mangelnde Investitionsbereitschaft und eine Flucht in sichere Assets wie Staatsanleihen. Okay, ja, danke dir. Also das sind die zwei Szenarien, die wir da für euch haben. Einmal das billige Geld durch die anstehende vermutete Zinssenkung der Federal Reserve und auf der anderen Seite die drohende Rezession, die dann die Kurse nach unten drücken könnte. Ja, danke dir, Dominik. Machen wir weiter mit den Themen. Und jetzt zur versprochenen Bitcoin-Chart-Analyse unseres Marktexperten Stefan Lübeck. Jeden Montag oder fast jeden Montag, es gibt auch mal Ferien, könnt ihr ihn zusammen mit mir im Podcast BTC Echo Invest hören. Da gibt es auch nochmal dezidiert diese Zahlen hier. Und wir sehen hier den Wochenchart. Jede Kerze steht für eine Woche Bitcoin gegen US-Dollar. Hier ist das Allzeithoch um den 11. März 2024. Und wir sehen natürlich immer tiefere Hochs hier und auch tiefere Tiefs. Das heißt, Bitcoin nach Lehrbuch eigentlich seit seinem Allzeithoch im Wochenchart in einem Abwärtstrend. Anfang August hatten wir hier diesen sehr starken Abverkauf und wir sehen, es ist ziemlich genau hier auf die Unterstützung bei 49.100 runtergerauscht. Der gesamte Unterstützungsbereich geht bis 48.200, 300 ungefähr. Hier natürlich auch die rasante Erholung
Und seitdem konnte Bitcoin auch einiges an Boden wieder gut machen, ist dann in seiner Erholungsrallye als Reaktion auf diesen starken Abverkauf hier allerdings erstmal am Widerstandsbereich um die 65.000 US-Dollar gescheitert, ist runtergekommen wieder auf die 58 und da diese Woche noch nicht abgeschlossen ist, noch 3 Tage und 13 Stunden läuft, wie ihr hier seht, ist das der aktuelle Widerstandsbereich. Ob dieser Bereich hier zwischen 60.300 und 61.900, ob das demnächst ein neuer Widerstandsbereich werden wird oder ob dieser Bereich, ob die Bullen hier diesen Bereich als Unterstützung zurückerobern können, dafür haben wir jetzt noch 3 Tage Zeit, um das herauszufinden. Und ja, wenn dieser Bereich hier als Unterstützung halten sollte, dann ist das natürlich eine gute Ausgangssituation, um den Widerstand hier bei 65.000 anzugreifen. Kann der überwunden werden, steht der nächste Widerstandsbereich hier bei 68 bis 69.800 im Weg. Auf der Unterseite, wie gesagt, müssen hier auf jeden Fall die 58.100 gehalten werden. Ansonsten haben wir den nächsten Unterstützungsbereich bei 56.500 bis 55.890. Darunter den Bereich 54.252 bis 52.300 und hier unten der Bereich um die 48.000 US-Dollar, der einmal ganz kurz angedippt wurde, um dann hier den als Sprungbrett zu nutzen. Wir danken dir jetzt fürs Zuschauen und freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn wir dich nächsten Monat an dieser Stelle hier zum nächsten Bitcoin-Report wieder begrüßen dürfen. Mhm.